Water. Hallo ihr Lieben, wir sind heute auf dem Platz unterwegs. Es ist knackig kalt nochmal geworden. Mal spannend, was dem Kleinen heute so einfällt. Ja, wir nehmen euch mit. Abonniert den Kanal, seid aktiv in den Kommentaren und viel Spaß beim Video. Wollen wir? Ja? Was ist los? Hallo? Hallo? Soll ich weitergehen? Nein. Hier, du Stinkstiefel. Bist du so ein Biest? Der hat aber schon den ganzen Tag schlechte Laune. Carlo hat sich heute Morgen aufs Paddock gesperrt. Und stand dann auf dem Paddock. Und das hat der Madame nicht gepasst. Und dann stand sie die ganze Zeit da. Hat so einen Halten getreten. Er ist heute nur geärgert. Gott, was hast du für einen Durst? Warum willst du das da unten nicht trinken? Die beiden sind echt, die sind sich einfach zu ähnlich. Schmeckt aus dem Eimer, schmeckt einfach besser. Hm? Ich wüsste nicht, dass. Also vorher hat noch keiner die Tränke gekackt. Hm? Nein, kein Küsschen. Kein Küsschen, wenn du da getrunken hast. Nein. Deswegen sag ich ja, das geht so schnell. Und es wäre einfach schade drum, wenn wir da keine Draußen-Videos haben. Ich meine, die Zeit kommt noch mit dem anderen dann, ne? Mit dem halt nicht mehr. Mit dem kann man dann für nächstes Jahr oder sowas planen. Ne? Wo? Gibt's denn hin? Dann war ich halt erst seine Mama. Ja, egal. Moin. Hi, na? Skifahren. Skifahrer. Du sollst ja nicht rausrennen. Und jetzt? Hä? Und jetzt? Du kleine Quälgeist. Hallo? Hä? Schnappi, genau. Schnie, schnall, Schnappi. Das ist er wirklich. So, machen wir mal Dressursattel drauf und ein Springsattel. Ah, die Tage mit Springsattel. Aber nicht auf die. Springsattel, Springsattel. Ja, Springsattel. So. Mein Springsattel. Gut, dass wir nur einen gebrauchten Springsattel haben. Wie willst du das erklären, wo die ganzen Zähne da drauf herkommen? Wie willst du das erklären? Terrorist. Terroristenkind. Das. Ja, Schluss jetzt. Schluss jetzt, du Quälgeist. Du brauchst ja nicht jetzt noch, wenn du
schwanger bist, dich so aufblasen. Ein Loch habe ich noch zu. Ein Loch. Ein Loch kann man. Geht's noch? Aus. So. Ja, also Geduld hat er echt. Der, ich will jetzt. Der weiß genau, wir machen jetzt irgendwas. Ja. Was haben wir gestern gemacht? Ich glaube, gestern haben wir noch ein bisschen in der Halle gespielt. Ein bisschen mit Mirisfohlen und ein bisschen Führmaschine. Ja, ein Tag war er lang in der Führmaschine. Und dann waren wir im Gelände. Ja. Nein. Sein Fuß nervt so. Hör auf, da reinzubeißen. Nicht in die Trense. Wo willst du denn jetzt hin? Ich bin schon wieder mit dem Steigbügel da. Ey, ich hab überall hier an den Zügel, guck. Wehe, du beißt mich. So. Hältst du es eigentlich so aus? Und dann schreist du noch, wenn der weg ist. Sei doch froh, wenn der mal weg ist. Hä? Wee. Ja. Ach, sorry. Das ist ein Fohlen, keine Angst. Komm. Nein, diesmal nicht. Hallo. Nein, nein, so, wir gehen erst auf den Platz. Ja? So. Let's go. Das ist meine Jacke, muss ich gleich noch ausziehen. Bei dem muss ich nur gucken, immer nach dem Gelände, dass ich dem richtig Huf auskratze. Weil diese ganzen kleinen Steinchen, die setzen sich bei dem in den Hufen fest. Achso.
kannst du dich echt hier oben einfach direkt, also kann er jetzt schon seinen Kopf, kann er jetzt schon hier oben bei mir auf dem Schoß ablegen, ne? So, jetzt haben wir einen Strick. Ja, einen Strick nehmen wir und ich nehme dich, nicht du nimmst dich. Nehmen wir einen Strick. So, jetzt gehen wir rein. Ja? Und jetzt holen wir Tante Annie. Also, sag ich mal, was willst du denn? Schon wieder ein Keks. Küsschen. Oh, wie süß. Hier, bitteschön. Eigentlich ist der für deine Mama, du verfressens kleines Aas. Da. So, langt. Ne? Mama will auch. Guck mal, ihr Lieben, wie niedlich will so ein kleiner Franz denn sein? Ja, also ich sitze hier. Hoppala. Guck mal, ihr Lieben, wie niedlich will so ein kleiner Franz denn sein? Oh. Ja? Multitasking hier. Auf jeden Fall. Püppi wach? Püppi ist wach? Alle wach? Ich muss gucken, ob ich schwarz. Vielleicht kann. Ne? Ups. Wir waren Erster. Der Bauch. Aber wollen wir mal drüber reden, dass die Tür komplett auf ist? Also, da muss gar nichts hängen bleiben. Keine Maß, ne? Da können wir machen einmal Trense runter. Genau. So, das wollte ich mal ein Video machen zur Mama und Sohn. Weil beide haben eine gemeinsame Macke. Aber ich weiß nicht, ob doch der Kleine jetzt. Mit Zoe macht das nämlich genauso mit dem Fuß. Immer ein Fuß so. Es ist gut, es ist gut. Katastrophe. So. Ach, jetzt nehme ich doch am Arsch.